Ich freue mich, dass ihr da seid. Ja. Ein paar kenne ich eh schon. Die sind eh immer brav und helfen uns und unterstützen uns. Ja. Ihr habt immer traumhafte Sachen. Super, dass ihr wieder da seid. Vielen Dank und gutes Gelingen. Danke. Wiederum ein Weihnachtsmarkt, ein Adventmarkt in Deutsch-Wagram. Ja, wie ist so das Gefühl, wenn das wieder öffnet? Das ist natürlich ein super Gefühl, ja. Ich freue mich jedes Mal, weil der Weihnachtsmarkt ist für mich immer etwas ganz Besonderes. Das ist nicht mehr wegzudenken und jetzt haben wir immer wieder darauf verzichten müssen, aber natürlich nicht wegzudenken und von mir ein geliebter Event. Ja, und da, ich glaube, im Napoleon-Museum, das hat so richtig, ist sogar richtig stimmig noch dazu. Ja, auf jeden Fall. Die Räume sind nicht so hoch und es sind kleinere Räume, es ist überschaubar. Jeder Raum, man kann halt gleich sehen, was im nächsten Zimmer sich befindet und ist man natürlich immer wieder gespannt, auf was Neues zu treffen. Und das lässt sich da hier gut abbilden. Wobei, es ist ja nicht die letzte Feier vor Weihnachten. Nein, das auf gar keinen Fall. Wir haben natürlich noch den Wintertraum, auf jeden Fall, Anfang Dezember. Auch 2 Tage findet am Marktplatz statt. Ja, und wird es auch wieder viele Aussteller geben. Und wir betreiben das dann mit einzelnen Hütten, die bespielt werden von den Ausstellern. Es gibt natürlich immer wieder dazwischen einen Stand mit Essen und Trinken. Es wird natürlich wieder bunt und rauschend vor Weihnachten, so wie es gehört. Ja, wunderbar. Und das ist immer da wirklich ein Vergnügen, wenn man da so die vorweihnachtliche Stimmung da in Deutsch-Wagram aufnimmt. Ja, ich mag das auch ganz besonders. Ich finde mir ja, bei jedem Stand würde ich mal was finden, das ich gerne mit nach Hause nehmen würde. Ja. Also, da muss ich mich wirklich zurückhalten. Aber es sind sehr schöne Sachen, wie jedes Jahr immer wieder was Neues lassen sich die Aussteller einfallen. Also ich bin immer wieder begeistert. Und schon was gefunden? Natürlich. Ja, dann wünsche ich, wie sagt man so schön, ein gutes Weihnachtsshopping. Ja, vielen Dank, das werde ich haben. Danke. Danke. Ja, es ist wieder soweit. Es gibt wieder einen Adventmarkt hier im Napoleon-Museum. Einmal ist ausgefallen, glaube ich. Gell? Es ist ein paar Mal ausgefallen, jetzt in der Covid-Zeit. Wir haben den letzten Markt, Ostermarkt, war vor 2 Jahren, glaube ich, 2, 2,5 Jahren. Da war das der letzte Ostermarkt, was noch möglich war. Dann war jetzt lange Zeit nichts. Und jetzt haben wir Gott sei Dank wieder einen Weihnachtsmarkt machen können und hoffen wir, dass diese Covid-Geschichte jetzt endlich einmal so weit erledigt ist, dass man Märkte in der Form wieder abhalten kann. Wie schaut es mit den Ausstellern aus? Wie viele sind da? Wir haben genau 20 Aussteller, also Platz für 20 Aussteller und wir haben genau 20 Aussteller da. Es ist eine Ausstellerin leider kurzfristig erkrankt, die hat aber immer Wartelisten und ja, die hat auch Freude gehabt, dass sie einen Platz gekriegt hat. Also wir haben alle 20 Plätze gefüllt und spannendes Sortiment, es geht quer durch und ja, ich freue mich schon total. Und für die Gastro ist auch gesorgt, also man hungern muss keiner und dursten? Also verhungern und verdursten wird uns keiner, solange er Geld mit hat. Aber es gibt wunderbare Käsespezialitäten von der Irina. Es hat da Adlerhorst Irina. Hallo!
Also der Adlerhorst mit seinem Team, alles Mögliche zum Essen und Trinken mit. Also es wird uns keiner verhungern und verdursten. Ganz neu haben wir, die haben wir eine Drehorgel. Das finde ich ganz toll, weil das sind Weihnachtsklänge, das bringt einfach eine gute Stimmung rein. Und ja, wir freuen uns schon auf viele Besucher und hoffen das Beste. Und ich glaube, du bist brav gewesen, gell? Weil das Wetter ist so halbwegs. Ja, ich habe mir gedacht, gestern soll es wunderlich regnen, wegen dem Boden und wegen der Landwirtschaft und so. Und jetzt am Wochenende sollte der Cheese sein. Habe extra am Vatikan angerufen. Die haben gemeint, ja, ist okay, ist zwar nicht ganz einfach, aber nachdem unser Pfarrer jetzt der Dächer entfuhren ist, ja, haben wir ein bisschen einen besseren Draht noch in den Vatikan rein und das hat funktioniert. Gott sei Dank. Hoffen wir, dass es hält. Ja. Genau, dann sage ich dir schon recht herzlichen Dank und wünsche vollen guten Erfolg da, dass wirklich alle zufrieden sind und dass die Massen herbeikommen. Hoffen wir das Beste. Danke, schön, dass ihr wieder da seid. Gell? Adventmarkt oder diverse Märkte da im Napoleon Museum ohne dir geht gar nicht, gell? Ja, ich hoffe, dass die Leute nach wie vor Käse essen, obwohl die Situation immer schwieriger wird am Markt, logischerweise, aber ich bin trotzdem positiv. Spezialität? Kaspresknödel, selber gemacht natürlich, Spezialität, Raclettebrot mit Speck und Zwiebel und Käse direkt vom Bauern, also. Und das bodenständige, urige, das ist unsere Devise. Fahrt sie immer noch nach Vorarlberg um einen Käse? Ja, freilich, Riefensberg, Bregenzerwald und Schwarzenberg, da kommen die Käse her, die Bauern kenne ich persönlich, ja. Ja, und wer es da nicht her schafft, kann man zum Käsekeller auch fahren. Wann ist der wieder? Ja, und zwar ist der Käsekeller 14-tägig in mein Mannersdorf. Und ja, ab nächste Woche bin ich quasi am Samstag wieder alle 14 Tage im Käsekeller. Wunderbar, also gibt es keine Ausrede mehr, dass man nicht vorbeischaut. Gibt es keine Ausrede, wer Käse haben will, kommt zu mir. Gell? Super, danke. Passt dir. Gut, dann ich sage ja danke. Gell? Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie funktioniert so eine Drehorgel? So eine Drehorgel funktioniert im Prinzip so, dass man dreht, daher Drehorgel. Da drin sind zwei Blasebälge, die auf und zu machen, wenn ich drehe. Und über Magnetventile in dem Fall wird die Luft zu den Drehorgeln oder zu den Orgelpfeifen gesteuert und dadurch ergibt die Orgel den Ton. Das ist so mit so Walzen, ne, die das erzeugen? Ich kann es spielen mit Walzen, das ist sowas da. Das hat Löcher. Diese Löcher steuern über diese Löcher die Orgel an, die Orgelpfeifen. Nur, ich habe eine Elektronik eingebaut, die es mir ermöglicht, mehrere Lieder spielen, das heißt, ich kann 1500 Lieder habe ich da mit. Wenn ich das in Walzen mitnehmen müsste, hätte ich 5 Koffer, ja, und ein Gewicht. Darum ist es das, aber der Ton kommt genauso von der Orgelpfeife wie da von der Lochsteife. Es hat sich nichts geändert, nur dass da im Magnetventile elektrisch angesteuert werden. Wunderbar, dann sage ich schon danke. Bitte gerne.